Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Feghouli. Das könnte eine Gelegenheit werden. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Toller Pass. Da müssen sie aufpassen. Mané, die Chance. Da macht er ihn rein. Das war nicht schwer für ihn. Aber da musst du eben auch erstmal richtig stehen. Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Sie liegen deutlich vorn. Chiachi. Ein guter Doppelpass. Defensiv machen sie es gut. Fernando. Carol. Das könnte die Chance werden. Das macht er gut. Coutinho. Der Steilpass, gefährlich, Firmino. Mané, die Chance. Oh, gehalten. Unglaublich, was für eine Parade. Und jetzt wechselt er gleich doppelt aus. Ecke Coutinho. Da können sie erstmal klären. Wichtige Aktion. Wird's jetzt gefährlich. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Da pfeift der Freistoß. Und jetzt der Schuss. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Ganz einfach an den Ball gekommen. Gomis. Anderson. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da ist die Hereingabe. Da klatscht der Ball an den Fuß. Unfassbar! Auch der ist nicht drin. Aber der Ball ist weiter im Spiel. Sie bleiben weiter am Ball, per Kopf abgelegt. Anderson. Ja, sie wollen offensiv ein bisschen mehr Druck erzeugen, wenn ich das richtig sehe. Und sie versuchen es mit langen Bällen jetzt. Okay, Wolf, jetzt kommt hier Leben in die Bude. Sie werfen alles nach vorne, erhöhen den Druck. Die Jungs wollen ein Tor, zur Not auch mit der Brechstange. Jetzt hat er den Ball. Wijnaldum. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Coutinho am Ball. Der Steilpass, gefährlich, Firmino. Gute Chance. Jetzt vielleicht. Der Pass. Nichts zu halten hier. Ganz stark gemacht. Sowohl die Entstehung als natürlich auch der Abschluss. Die sind richtig gut drauf heute. Ein weiteres Tor. Und der Gegner muss aufpassen, dass ihm das hier nicht komplett entgleist. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an.
Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Gomis. Selçukina. Das könnte eine Gelegenheit werden. Klasse Aktion, Ball ist weg. Das könnte gefährlich werden. Stark vom Torhüter. Gleich wird hier ausgewechselt. Gute Aktion, da ist die Flanke. Rodriguez. Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. Jetzt kommt und jetzt die Chance. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Und das ist der Ballverlust. Jetzt müssen sie aufpassen. Das macht er gut. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Und da ist das Tor. Und jetzt setzen sie noch einen drauf. Und die einzig gute Nachricht für den Gegner, gleich dürfte Schluss sein. Sie legen hier noch eins nach. Bis zum Ende spielen sie nach vorne und dann treffen sie kurz vor Schluss nochmal. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Jetzt ist Schluss. Der Schiedsrichter pfeift diese Begegnung ab. Gutes Resultat heute und damit sind sie eine Runde weiter. Kompliment auch von meiner Stelle. Ich bin gespannt, wo sie am Ende landen. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll, also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.